Yoshi kommt mit, das ist super. Ich glaube, es wird langsam Nacht. Ich hoffe, wir kriegen den Jaguar noch bei Tageslicht, weil bei Nacht im Dschungel gegen einen Jaguar kämpfen gehört jetzt nicht unbedingt zu den Erfahrungen, die ich scharf drauf bin zu machen. Wir müssen auf jeden Fall einiges an Geld jetzt erstmal auftreiben, um uns auszurüsten und zu skillen. Ich denke, Ausrüstung lassen wir erstmal die wir haben, weil wenn wir Pirat werden, können wir ja die Piratenkluft anlegen und die hält erstmal ein bisschen, die ist nicht schlecht. Von daher brauchen wir erstmal nicht in Ausrüstung zu investieren und können das Geld stattdessen in Skills investieren, was uns auch eine ganze Menge bringt. Patty kommt mit, das ist hervorragend. Ich speichere lieber einmal. Let's Play, da ist er. Speichern. Zack. Ich bin bei dir. Das will ich hoffen. Das ging doch einfacher als gedacht. Och Mann, wir können die nicht mal looten. Ich weiß, mit einer Häutungsmesser oder so kann man dem später Jaguarfell abziehen. Das kann man richtig teuer verkaufen. So, das da oben müsste dann die erwähnte Höhle des Todes sein. Da gehen wir definitiv nicht rein. Ich weiß, was da drin lauert. Das ist doch meiner Penny. Habe ich wirklich gut gemacht. Ich belohne mich nachher selber. Aber erstmal gibt es hier noch Arbeit. Ganz meine Rede. Und vor allem legt sich niemand mit mir an. Das bekommt einem in der Regel nicht gut, sich mit mir anzulegen. Hier. Ich müsste mal so einen Counter machen, wie oft ich das sage. Da ist noch eine Höhle, interessant. Ganz meine Rede. Diesen Text werden wir allerdings noch ein bisschen öfter hören, weil die NPCs, die einen begleiten, sind mit nicht allzu vielen Texten ausgestattet. Das hätte man noch ein bisschen mehr investieren können, vor allem deshalb werden wir die Charaktere, die uns begleiten, auch ab und an mal durchtauschen. Weil permanent zu hören, niemand legt sich mit einer Stahlbart an und Mistviecher, ja, geht immer auf die Dauer ein bisschen auf die Nerven. Vascos Turm gefunden. Hallo Vasco. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Das hört sich ja nicht so gut an. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel ein Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin.
Das klingt echt nicht so gut. Wir schleichen uns hier mal rein. Wenn wir dürfen. Dürfen wir? Wir dürfen. Einmal den Wein mopsen. Was haben wir hier noch? Einmal Fisch. Oh, wie die Fackel das hier auch anstrahlt. Mega realistisch. Ich feiere dieses Spiel. Oh, wir müssen Schlösser knacken lernen. Uns entgeht so viel wertvolle Beute, wie dieser Goldkleber. Schade, ich hatte gehofft, hier liegt noch ein bisschen was. Das machen Piranha Bytes gerne, dass sie an solchen Stellen was verstecken. So. Obwohl, schlafen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Es dämmert nämlich. Vasco, wir benutzen mal kurz dein Bett, ne? Sowas ist hier nicht gerne gesehen. Ja, mecker nicht. Danke, bitte wiedersehen. Mach hier keine Dummheiten. Habe ich nicht vor. Ausgeruht und frisch ans Werk, würde ich sagen. Na, den Zwischenweg können wir später erkunden. So, einmal auf die Karte schielen. Oha! Okay, hier sind wir. Das sind Schnellreisepunkte. Puerto Sacarico, Vasco's Turm. Okay. Das Gebiet hier haben wir ganz gut erkundet. So, hier ist der Pass, den der Herr erwähnt hat. Hier ist der Norden, wo wir auf keinen Fall hin sollen. Und hier geht's rüber in eine Höhle scheinbar. Und hier geht dann der Pass durch zu den Piraten. Das ist wahrscheinlich hier das Piratennest. Okay, bevor wir das machen, würde ich aber sagen, klären wir erstmal den Dschungel. Das Gebiet hier. Und gehen dann durch zu den Piraten. Also ich werde die gesamte Insel erkunden. Das wird uns auch noch einige Folgen hier kosten, aber... Wir sammeln viel Erfahrung, wir sammeln Geld, wir sammeln Beute, alles Ausrüstung für das nächste Gebiet. Von daher, ich würde sagen, wir erkunden einmal kurz den Pass, beamen uns dann zu Vasco zurück und gehen durch den Dschungel. Wir nehmen jeden Gegner mit, so grundsätzlich alles über den Haufen geprügelt, was es hier gibt. Denn wir müssen skillen und skillen ist teuer. Patty, Patty kommt. Pokopilz. Proviant. Sehr schön. Es ist ein bisschen dunkel hier drin. Guckt euch auch mal an, wie detailliert die Höhlen gemacht sind. Hier ein Kristall, da Pilze, hier noch ein Ästchen rum. Ein paar Gerippe, hier was zum Einsammeln. Unglaublich detailliert. Ja, die Höhle war jetzt spektakulär. Ich brauche eine Spitzhacke. Verdammt, hier ist Erz und wir haben keine Spitzhacke. Es ist zum Heulen. Los, Patty. Dafür muss ich das arme Warzenschwein büßen, dass wir das Erz nicht abbauen können. Tut mir leid, Mr. Warzenschwein, du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich hätte jetzt fast gesagt, es tut mir leid, aber irgendwie... Kiste plündern. Proviant und Gold, das ist immer gern gesehen. Und dann wandern wir weiter durch den Dschungel. Oder besser, über den Dschungel. Der Dschungel ist da unten, wir sind hier. Noch ein bisschen Proviant, das ist immer gut. So, uns wurde davon abgeraten, nach Norden zu gehen. Deshalb werden wir erstmal gleich nach Norden gehen. Rein aus Prinzip. Um herauszufinden, warum wir denn da nicht hin sollen. Ich finde, hier gibt es Proviant. Also vom Ding her sehe ich hier gerade kein Problem, hier nicht hinzugehen. Da sind Warzenschweine, die sind auch kein Problem. Mistviecher. Das dürfte denn die Höhle des sicheren Todes sein. Da machen wir lieber nochmal einen Bogen drum. Hier kannst du späterer Stunde nochmal wiederkehren und über den Haufen prügeln, was auch immer da drinnen wartet. So. Das schreit doch förmlich wieder nach einer Stelle, wo was versteckt ist. Ja. Grog. Eine Markibeere.
Ein Holzbein. Questerfolg, das Holzbein. Plus 210 Ruhm. Oha. Ich glaube, das ist eins dieser Sammelobjekte. Ich guck mal kurz. Ja, Holzbein. Was bringt denn das? Härte plus 1. Tatsache, wir haben Härte 2, ohne es geskillt zu haben. Da sieht man es auch noch. Basiswert 1 plus 1 durch Holzbein. Finde ich gut. Einfach mal plus 1 Härte. For free. Das weiß zu gefallen. So, und jetzt hatte uns der gute Vasco gesagt, sollen wir über eben diese Brücke. Die sieht recht stabil aus. Oh, was ist das da unten? Scheint es ein Zugang zu so einer Ruine oder so zu sein. Werden wir uns auch noch angucken. Wir werden noch einige Folgen auf Takarigua verbringen. So, einmal kurz auf der Karte orientieren. Geht das hier. Zur Linken ist die Höhle, die durchführt zu den Piraten. Da wollen wir noch nicht hin. Deshalb erstmal nach rechts. Sieht sehr einladend aus. Patty? Patty ist in Reichweite. Gut. Ich zücke mal das Schwert. Oh, Patty. Patty! Nicht wegrennen! Kämpfen! Also du kämpfst, ich renn weg. Ein Ghoul. Aua, aua. Gute, alte Freunde aus Risen 1. Wer Risen 1 gespielt hat, weiß, dass das hier ein verschossener Truhe ist, verdammt. Nee, weiß, dass Gude echte sadistische Drecksviecher sind, die einen richtig Schmerzen zufügen. Die sind unfassbar stark. Deswegen bin ich gerade froh, dass wir Patty dabei haben, weil alleine wäre das gerade echt ungemütlich geworden. Es wird im zweiten Gebiet eine Zeit geben, wo wir alleine uns zurechtschlagen müssen. Aber das werden wir schaffen, weil wir bis dahin schon ein bisschen geskillt haben. Dann ist das alles längst nicht mehr so schwer. Geisterlilien, Zaubertrankzutaten, immer her damit. Dunkles Tal. Sehr einladend. Und Termiten. Wow, da war Patty. Das haben wir richtig gesehen, den Ruck in der Leiste. Gut gemacht. Also den Ruck in der Lebensleiste, nicht in der Leistengegend unseres Charakters hier. Nicht, dass das irgendwer falsch versteht. Oh Gott, war das schlecht. Okay, das habt ihr jetzt nicht gehört. Oh, sieht das geil aus. Okay, da geht's, glaube ich, zu den Piraten. Mal kurz. Ob es da vielleicht einen Schnellreisepunkt gibt oder so, den können wir uns ja dann schon mal sichern. Das sieht mir nach irgendeiner Ruine aus und ich vermute mal, das ist der andere Durchgang, wenn man vom Dschungel kommt. Gucken wir erstmal hier. Hey du, wo willst du hin? Ich suche das Piratennest. Moment, du kommst doch aus Puerto Sacarico. Gehörst du etwa zur Inquisition? Nicht mehr. Sie haben mich rausgeschmissen. So, so. Und woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Ich bin Abenteurer. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin mit Patty unterwegs, der Tochter von Captain Stahlbart. Stahlbart hat viele Töchter.